Tja, willkommen zum neuen Biervideo. Wir haben hier Schloss Hefeweizen. Wo ist denn das nochmal her? Ich glaube, Nettuchen. Ich habe mich mal dafür interessiert, wie die billigen Biere schmecken. Doch Schöfferhofer holen kann, oder? Naja, ich trinke eigentlich sonst gerne Schöfferhofer, weil die hat so schön geprickelt in meinem Bauchnabel. Nun gut, werde ich erstmal versuchen, ein bisschen die Hefe, die sie am Boden absetzt, noch ein bisschen zu verteilen. Und trinke das standesgemäß oder unstandesgemäß aus meinem Binding Bürgerfrühschoppen Koblenz. Ach, Binding Bier habe ich geliebt. Als alter Hesse, Rheinhesse vielmehr. Mainz, Kostheim, Rheinhesse. Nun gut, wollen wir mal testen. Achtung, kann natürlich sein, dass der jetzt anfängt zu schäumen. Okay. Lass dich nicht humpen, mach ihn voll den Humpen. Ach ne, das Lied ging anders. So, mein Schütten. Natürlich kein 05, oder? Ist das hier ein 05er? Nee, 04. Natürlich. Muss ich dir nichts mehr. Damit die Leute sehen, was das hier ist. Okay, also wollen wir probieren. Ich kenne es nämlich schon nicht. Aber es sprudelt schön. Könnt ihr sehen? Schön naturtrüb. Finde ich gut. Wie sagt man ja nochmal in Bayern? Uzzabdis. So, also Prost. Kein Quatsch, mache ich immer, wenn ich ein Bier getestet habe. Also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ganz ehrlich, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Aber ich frage mich, welche Firma das wirklich für die. Ich muss da mal googeln. Netto Markendiscount Max Hütte. Aber wer hat das gemacht? Das hat nicht Netto selber gemacht. Garantiert nicht. Muss ich testen, muss ich gucken. Übrigens, ich mag diese Videos, wo im Hintergrund kaum noch was zu sehen ist, so, wo im Prinzip das Produkt und der Bremen im Vordergrund stehen. Und Reim tut sie es auch noch, oder? Ganz schön bescheuert, und das ohne zu üben. So. Das ist nicht schlecht. Ist jetzt nicht besonders gut. Also, ne? Aber es ist nicht besonders schlecht. Das ist okay. Also, ich weiß ja, was da die Flasche kostet. 40 Cent. Das ist halt nicht billig. Günstiges Bier. Bindingbier. Ich werde es euch nochmal vorstellen. Irgendwann, ich komme noch dran. Wenn ein Hesse oder ein Rheinhesse gerade zuguckt, das gibt es hier oben in Köln nicht. Oder wenn die Firma Binding zuguckt, schickt mir doch mal ein bisschen was aus der Heimat. Binding und Henninger Bier, das waren die ja, meist gesoffensten oder meist gesehensten Biere in Mainz-Kostheim.
Ich habe, glaube ich, jetzt schon mindestens 10 Jahre kein Binding mehr getrunken. Also. Nun gut. Trink mal es aus. Das ist gut. Das ist gut. Gut. Zwischen gut und befriedigend, okay? Also für den Preis vor allen Dingen. Nur was mich wundert, ist, dass so eine richtige Krone, eine richtige Schaumkrone hier oben nicht will. Fällt mir hier die Knarre um, ey. Ich habe mir hier fast in die Hose geschissen. Ist nur eine Gaspistole, bitte. Also, die darf ich haben. Jetzt könnte dran liegen, dass ich das Glas gespült habe mit Spüli. Das soll man ja eigentlich nicht machen. Oder man soll die ja anschließend anständig auswaschen. Den Spülmittel zerstört die Krone, also die Möglichkeit, dass die Krone sich entfalten kann. Wir machen die Bier-Reviews, machen mir Spaß. Also, was soll ich saufen? Nee, ernsthaft, also es macht Spaß und schmeckt. Fast schon süß. Fast. Irgendwie habe ich auch so das Gefühl, als wenn es ein bisschen fruchtig wäre. Also. Es gibt schlimmeres als das Bier hier. Also, hier. Oh, machen wir mal ein Vorschaubild für. Naturtrüb. Was steht denn da? Oh, wo habe ich denn meine Brille? Also, ich glaube, ich werde echt blind hier. Weitsichtig, fernsichtig, kurzsichtig, weil kurzatmig sowieso. Zutaten: Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfenextrakt, Hopfen und Hefe. Die Hefe macht es wahrscheinlich ein bisschen süß. Naja. Also dann, Prost! Für einen kleinen Taler. Kann ich es empfehlen, wer kulinarische Biergenüsse bevorzugt, wird mit dem Bier wahrscheinlich nicht glücklich werden, aber tut seinen Dienst, das Bier. Knallt ein bisschen. So, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, macht's gut. Schwenkt die Hut, tschüss, hau ab und schwenkt die Kapp. Und jetzt Ex oder Arschloch. Und zwar super. Prost. Also, tschüss.